Übrigens, heute kommen Georg und Elisabeth mit ihren Kindern. Pater Martin kommt auch. Willst du nicht zum Abendessen bleiben? Ausgezeichnet. Übrigens, ist der Schnee auf unserer Zufahrtsstraße und dem Eingang schon weggeräumt? Ja, ist er. Ich habe das heute Nachmittag erledigt. Haben wir denn heute noch etwas Besonderes vor? Nun, heute möchten wir darüber reden, ob wir nicht mit einer Kinderkatechese beginnen sollten. Eigentlich sollten gerade christliche Eltern, die ihren Kindern den Glauben näher bringen wollen, daran teilhaben, so wie alle Interessierten. Das ist eine großartige Idee, Theresa, und du bist genau die Richtige, um so etwas ins Rollen zu bringen. Ausgezeichnet! Louise, könntest du bitte die Tür öffnen? Okay. Hallo. Hi. Grüß Gott, Mr. Scharkreiter. Grüß Gott, Mrs. Scharkreiter. Grüß Gott, Mr. Scharkreiter. Komm, Esther. Ich möchte dir meine Puppensammlung zeigen. Weißt du, Francisco spielt immer den Priester und er will, dass ich den Ministranten spiele. Zeig mir, Markus, die Sachen, die Papa uns gekauft hat. Ja, das ist eine gute Idee. Es ist so schön, euch hier zu haben. Möchtet ihr etwas trinken? Kaffee? Ich kann auch verschiedene Teesorten anbieten. Ich hätte gerne Früchtetee. Dankeschön. Könnte ich vielleicht auch einen haben? Ja. Wie geht es euch? Wie gefällt es euch in eurem neuen Haus? Es ist viel wärmer als unser letztes Haus. Es gefällt uns sehr gut. Wie geht es Markus und Esther in der neuen Schule? Geht es ihnen gut? Die Kinder vermissen ihre alte Schule und ihre Freunde. Aber sie leben sich hier gut ein. Markus stellt nach wie vor viele interessante Fragen. Markus ist ein sehr intelligenter Junge. Es würde mich überraschen, wenn er nicht fragen würde. Ja, das ist er. Er hat uns schon so viele Fragen über Gott gestellt. Und deshalb sind wir hier. Wir wussten, dass Theresa uns dabei helfen kann. Papa, können wir mit den Bausteinen spielen? Das ist eine gute Idee. Kinder, baut doch ein paar Häuser mit den Holzbausteinen. Ja, ja, Mama. In den letzten Wochen haben Theresa und ich versucht, uns in unserem Glauben zu vertiefen und selbst mehr Wissen auf diesem Gebiet zu erwerben, damit wir es den Kindern besser erklären und vorleben können. Ja, unsere Kinder wachsen in einer anderen Welt auf als wir. Sie ist materialistisch ausgerichtet und um alles gibt es einen Wettkampf. Ja, da hast du leider recht. Deshalb hat auch der heilige Johannes gesagt, denn alles, was von Gott kommt, besiegt die Welt. Und das ist, was die Welt besiegt hat, unser Glaube. Ich verstehe nicht, warum wir mit den Kindern über Religion und unseren Glauben reden sollen. Wenn sie alt genug sind, können sie selbst entscheiden, was sie glauben wollen. Warum sollten wir sie jetzt zwingen zu glauben, was wir glauben? Weißt du, warum sollten wir als Eltern nicht auch im Bereich des Glaubens unseren Verpflichtungen nachkommen? Ja, erinnerst du dich an den Bibelspruch, der von Jesus stammt? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Nun, ich denke, es gibt zwei Arten von Weisheit. Es gibt göttliche Weisheit und schöpferische Weisheit. Unsere Kinder sollten beides kennenlernen. Dafür müssen die Eltern selbst einen starken Glauben haben. Unseren Kindern Glauben näher zu bringen, ist etwas völlig anderes, als ihnen weltliches Wissen zu vermitteln. Wenn wir unseren Kindern den Glauben an Gott lehren wollen, müssen wir ihn selbst vorleben. Dann sind wir ihnen ein gutes Beispiel und sie nehmen den Glauben wie selbstverständlich an. Genau. Wenn sowohl wir Eltern als auch die Lehrer stark im Glauben sind, dann lernen auch unsere Kinder von uns. Aber wir können nicht weitergeben, was wir selbst nicht haben. Wie kannst du das sagen? Wir sind im Christentum verwurzelt. Das ist eine lange Tradition. Georg, es ist wichtig, dass wir unseren Glauben erneuern, basierend auf der Kraft und der Weisheit Gottes und nicht basierend auf menschlicher Weisheit oder Aberglaube. Was meinst du damit? Ich bin ein sehr guter Christ. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und empfange alle Sakramente. Manchmal helfe ich sogar in wohltätigen Einrichtungen mit Spenden. Aber ich befürchte und sehe, dass das nicht genug für unsere Kinder ist. Eine Frage zum Beispiel: Wie gläubig sind wir wirklich? Darf ich euch ein paar Fragen über den Glauben stellen? Ja, Theresa, du fängst an.
Lasst uns aufzählen, was wir wissen. Nehmt es auf keinen Fall persönlich oder fühlt euch angegriffen. Ich will nur wissen, wie viel Grundwissen vorhanden ist. Ich habe diese Fragen vielen Christen gestellt, aber keine befriedigende Antwort bekommen. Als erstes, was bedeutet ewiges Leben für dich? Diese Frage kann ich so nicht beantworten. Ich bin sicher, wenn ich mich damit auseinandersetze und mehr darüber lese, kann ich diese Frage sicher beantworten. Nächste Frage. Was ist die Definition von Gnade? Gnade ist ein Geschenk. Ja, ein Geschenk, für das man nichts leisten muss. Ja, aber was zählt da alles dazu? Das kann ich dir leider auch nicht sagen, Theresa. Was ist der Unterschied zwischen Gottes Macht und der Macht des Teufels? Nun, beide sind Geist. Vielleicht sind ja beide dasselbe. Oder ist Gottes Macht stärker als die des Teufels? Tut mir leid, Freunde, aber diese Antworten sind nicht vollständig. Lasst uns einen Moment der Stille halten und beten. Francisco, machst du bitte die Tür auf? Okay. Meiner Meinung nach ist das der Wissensstand aller Christen heute. Wir haben nicht mal die Zeit, das Wesentliche zu lernen. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Pater Martin ist hier mit Schwester Margarita und Schwester Rosa. Grüß Gott. Hallo, guten Tag. Ah, guten Tag. Oh, schön, dass Sie da sind. Freut mich, Sie zu sehen. Wunderbar. Wie schön, euch alle hier zu sehen. Sie kommen gerade rechtzeitig. Wir diskutieren gerade darüber, ob es wichtig ist, den Kindern schon in diesem zarten Alter etwas über den Glauben beizubringen oder ob es überhaupt notwendig ist. Das ist eine sehr gute Idee und es ist mehr als notwendig in unserer heutigen Zeit. Pater Martin, wir haben so viele Fragen an Sie. Theresa ist eine gute Lehrerin. Sie wird uns helfen. Nicht wahr, Theresa? Natürlich werde ich. Ich werde mein Bestes tun. Pater Martin, guck, was wir gemacht haben. Wir haben ein Haus gebaut. Das habt ihr gemacht? Großartig. Sehr gut, Kinder. Ihr habt das sehr gut hinbekommen. Das habt ihr gut gemacht. Wunderbare Arbeit, Kinder. Das stimmt, wie gut schön. Gut gemacht. Das ist euch super gelungen. Das nenne ich Kreativität. Alle Kreativität kommt von Gott, dem Schöpfer. Oh, auf diese Weise hat Gott alle seine Geschöpfe gemacht? Gott hat die ganze Welt erschaffen. O Herr, wie zahlreich sind deine Werke. Mit Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Herr, wie zahlreich sind deine Werke. Mit Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Herr, wie zahlreich sind deine Werke. Mit Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Pater Martin, Theresa hat uns Fragen zu unserem Glauben gestellt, aber keiner von uns konnte sie wirklich beantworten. Wirklich? Waren sie schwierig? Es waren einige grundlegende Fragen, wie: Was ist das ewige Leben? Was ist Gnade? Und was der Unterschied zwischen Gottes Macht und der Macht des Teufels? Theresa kennt all die Antworten. Sie wird es euch erklären. Keine Angst. Ich habe auch Fragen. Mama hat gesagt, dass unser Gott voller Liebe und Barmherzigkeit ist. Er wird uns nicht bestrafen. Aber warum wurden Adam und Eva dann bestraft und aus dem Garten Eden vertrieben? Wo ist Gott? Wie ist sein Name? Wenn Jesus wirklich unsere Sünden auf sich genommen hat, warum sind die Menschen noch immer so böse und gemein? Wenn Gott uns wirklich erschaffen hat, warum? Existiert Gott wirklich? Ja, wenn es Gott war, der uns erschaffen hat, warum hat er das getan? Nun, das sind ja sehr viele Fragen. Jetzt begreife ich und ich bin wirklich überzeugt, dass die Kinderkatechese notwendig ist. Nun, Pater Martin, segnest du uns bitte und dann beginnen wir diese Reise. Mögen wir gesegnet sein mit Gottes Weisheit, Erkenntnis und Verständnis. Wir nennen diese neue Klasse nach Gott das Alpha und Omega.